Ich bitte übrigens, Zapp da hinten zu entschuldigen. Das ist, ja. Den ganzen Tag war es zappenduster. Circa 30 Sekunden bevor der Countdown auf 0 war beim Intro, kam die Sonne. Allmählich glaube ich nicht mehr an Zufälle. So. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Sag mal. Angela, das müssen wir nochmal üben. Alter, wenn ich halt mal was sehen will. Ruhe jetzt hier. So. Ah, Ansem hat die, Who is switching classes? Das Original auch schon gespielt. Also da muss ich ja leider, also ich hab's nicht. So, Klasse wechseln. Schauen wir jetzt mal. So, Erzmagierklasse haben wir für Angela das Item, ne? Wahrsagerin. Wahrsagerinnen sind großartige Kämpferinnen und erlernen Magie mit Flächenwirkung. Sie können sich Fähigkeiten aneignen, die ihre Zauber stärken, sodass diese mehrere Gegner zugleich vernichten. Erzmagier, Dunkel. Eine vielseitige Wirkerinnenklasse. Erzmagierinnen können eine Vielzahl mächtiger Elementarzauber einsetzen, um ihre Gegner dort zu treffen, wo es weh tut. So, Klassenfähigkeit Auffrischung stellt nach dem Sieg in einem Kampf 15% der MP wieder her. Klassenangriff, Bumerang, Spirale, Magie füllt den wirbelnden Stab und erzeugt einen Tornado, der Gegnern im Bereich Schaden zufügt. 40% der MP wieder her, wenn die TP auf 10% oder weniger fallen. Klassenangriffe, Tänzelstab. Der Zauberstab fliegt wie von alleine umher, fügt Gegnern von allen Seiten Schaden zu. Also rechts kriegen wir mehr HP und mehr MP. So, was haben wir denn hier? Wahrsagerinnen sind großartige und erlernen Magie mit Flächenwirkung. Boah, ich bin ja eigentlich schon beim Mage so eher der AOE-Typ, ne? Aber hier bin ich tatsächlich, ich werde hier mal auf Erzmagier gehen. Allein schon wegen der Fähigkeit. Ja, ich werde hier mal, ich hoffe, das ist der richtige, oder? Ja, Pamba.
40. So, wechseln von Klassen. Angela ist von der Klasse Zauberin zur Klasse Erzmagierin gewechselt. Verbesserungen und neue Fertigkeiten. Klassenangriff, Tänzelstab. Viermal die A und dann X. Die KA-Leiste hat jetzt einen maximalen Stand von 400%. Zwei Fähigkeitenplätze hinzugefügt. Neue Aktionen und Fähigkeiten unter Ausbildung verfügbar. So, dann könnte man nämlich Charlotte jetzt auch endlich hochpowern. Na, komm schon. So. Who is switching classes? Charlotte. Try to switch your class. Warte mal. Oh, you wanna wait? That's okay. Ja. So, wir gehen jetzt erstmal Ausbildung. Feuerball plus Explosion plus. Scharfrichter. Stärke. So, wir haben 45 Lernpunkte, wow. Verursacht in einem Bereich Dunkelmagie-Schaden, Stachelfrost, Intelligenz. Blitzerstaub. Was haben wir begeistert? Reines Licht plus. Auf 21. Aktions-MP-Ersparnis. Um 40%, Alter. Geist plus 5. MP plus 10. Und reines Licht plus erlernt. So, genau, Segnung war hier. Wirbelsturm plus. Was haben wir bei Ausdauer noch? Wir haben noch, wir kämen auf 38 Punkte. Ich meine, Geist ist ja auf zum Heilen. Int ist magischer Angriff. Dann hauen wir da jetzt doch alle rein. Elementarkombo. Wird Magie eines Elements mehrmals hintereinander bewirkt? Steigt der Schaden um 5%. Bis zu was? Wird Magie eines Elements? Steigt der Schaden um 5% bis maximal 30. Elementarkombo 2 wird Magie bis maximal. Okay. Int plus 5. Int plus 5. Int plus 5. Int plus 10. Int plus 10. Gemeinsame Fähigkeit erlernen. Überschreitung. Erhöht den verursachten Magieschaden um 5%. Eisschmetterer plus. Verursacht in einem Bereich Wasser Magieschaden. Tor des Bösen plus, verursacht in einem Bereich Dunkelmagieschaden. Stachelfrost plus gibt Wasserschaden. Glitzerstaub, starke Magie fügt allen Gegnern im Bereich hohen nicht-elementaren Schaden zu. 23 MP. Erlernte Fähigkeiten ausrüsten. So, was haben wir denn hier? So, dann haben wir hier... Sauber Rückstoß.
Habe ich da nicht gerade ein Ding gekriegt? Hier mit 40% Klassendingsbums. Bei MP wieder her. Ach, der ist schon ausgerüstet. Aktion. Ach, den habe ich automatisch, den muss ich gar nicht ausrüsten. So, hatte ich da nicht einen besseren? Aktions-MP-Ersparnis. Güte. Die Dauer von Statuseffekten. MP-Grundwert um 20, den nehmen wir doch mal. Den haben wir ausgerüstet. Erhöhten Magieschaden. Ein TP wieder her. Wir mischen da jetzt. So. Haben wir nur 5 Punkte. MP-Ersparnis 2 geht euch natürlich um einen Punkt nicht aus. War ja so klar. So, da haben wir alles. 6, 4 und 5 ist 9. Diamantsplitter plus Zauberabwehr und Erdbeben würden wir kriegen. Und hier 9, 14, dann geht es um einen nicht raus. Holen wir die noch. Zauberabwehr erhöht Verteidigung und Magieabwehr beim Wirken um 15%. Diamantsplitter plus und Erdbeben. Hi, yo, Dragon! Auch dir vielen Dank für deinen Resub im 8. Monat. Auch ich darf heute auch deine Prime finden. Was ist denn los, Leute? Habt ihr heute ja alle gewartet, bis ich wieder online bin, oder was? Ist heute schon der dritte Resub. Aber vielen, vielen Dank auch dir, Dragon. Auch du darfst du deine paar Quadratzentimeter im Traumland neu einrichten. Hoffe, du hast immer noch Spaß mit den Emotes. Spaß hier und ja, vielen, vielen Dank für deinen Support. Who is switching classes? So, und jetzt kümmern wir mal uns um Charlotte. Try to switch your class. So, wechseln.
Und Dragon, wie geht's dir ansonsten so? So, Oberklerikerin war's, genau. Eine ausgezeichnete Unterstützerklasse, Oberklerikerin, können viele Arten von Heil- und Wiederherstellungszaubern erlernen, um ihre Verbündeten zu retten. Klassenfähigkeit Sicherheit, Chance von 10% keine TP zu verlieren, wenn man Schaden erleidet. Klassenangriffe Hackschlag. Ein paar verheerende Schläge und ein kräftiger Hieb mit dem Fächer schleudern Gegner zurück. So, wir kriegen hier von allen ein bisschen weniger. Ne, gar nicht wahr. Feuerdingsbums hier, das zweite von rechts. Von unten kriegen wir mehr. Ja, also auf jeden Fall schon, ne? Selber schuld, wenn du am Donnerstag uns nicht sehen willst. Na, ich war gestern voll am Arsch, Alter. Außerdem ist mein Streamplan immer noch außer Kraft. Aber ich habe gesagt, ich will hier Oberklerikerin werden. Und das wird sie auch. Hat lang genug gedauert. Wie geht's Bam Bam und Frauchen? Bam Bam ist mega nervig und Frauchen ist genervt. Oh, sieht sie nicht putzig aus? So, Charlotte ist von der Klasse Heilerin zur Klasse Oberklerikerin gewechselt. Verbesserungen und neue Fertigkeiten. Klassenangriff Hackschlag. Viermal die A und dann X. Die KA-Leiste hat jetzt 400%, zwei Fähigkeitenplätze, neue Aktionen und Fähigkeiten unter Ausbildung. Da googeln wir jetzt auch gleich rein. Ja. Ansonsten ist der Frau gerade viel am Animal Crossing suchten. Wartet auf ihr neues Handy. Und ja, wie gesagt, lässt sich von vom Bam Bam ärgern. Haben drei Gänseküken, kam am Mittwoch zur Welt. GZ. So, dann Charlotte. Oh, so viel haben wir hier gar nicht. Im Kampf werden bei Verbündeten 30% mehr als die maximalen TP geheilt. Auto-TP-Heilung alle. Boah, den will ich auf jeden Fall. So, Auto-TP-Heilung. So, Intelligenz plus 10, Ultra-Wiederherstellung. Nein, die wolle man nicht ausrüsten. Geist. Magieschild halbiert den Verbündeten zugefügten Magieschaden. Heilt Statuseffekte aller Verbündeten. Nice. Heilung KA. Füllt im Kampf die KA-Leiste beim Heilen der TP eines Verbündeten um 8% auf. So, Magieschild, albiert, untote Bann, fügt untoten nicht elementaren Magieschaden zu und kann Monster niedrigerer Stufen auf der Stelle vernichten. So, und dann haben wir noch einen Punkt. Ja, den brauchen wir nicht großartig. So, Heilungs-KA2. MP plus 10, Geist plus 10, Funkelring plus. Lichtsäbel, Magieschild, untote Bann. Ja, wir wollen erlernen. So, Heilungs-KA2, dann nehmen wir gleich mal den da. So, dann haben wir hier Auto-TP-Heilung alle. Und Ultra-Wiederherstellung. So,
Chance von 10% keine TP zu verlieren haben wir hier. Und hier haben wir unseren Hackschlag. Ja. So ein Gänseküken sieht aber echt wie ein Unfall aus. Richtig toll, Patschik. Ja. So, erstmal speichern. So, dann haben wir zumindest das schon mal. Also, warum laufe ich immer davor? Ich kann einfach hier trommeln. So, dann lassen wir uns mal überraschen, wie lange das Spiel noch dauert. Wobei ich tatsächlich vermute, wir werden heute nicht fertig werden. Aber mal gucken. Höchstwahrscheinlich dann, weil ich wieder zu lange am Trödeln bin. Oder am Failen. Oder an beidem. Da mussten wir hin. Wenn. Das war daneben. Cool, und jetzt gewittert es bei uns. Ach, ist das doof. Na, bei uns nicht. Bei uns regnet es heute immer mal wieder. Und ich mag bei der Welt die Musik. So. Komm schon. Wegen dem Resub, glaube der Richtige kommt erst morgen. Kein Plan, wie Twitch das hier macht, weil an sich steht bei mir ein Tag Verbleib. Ja, das mit dem Prime-Subs, das ist sowieso so ein Ding. Apropos, warte mal, wir machen da erstmal. So. Welcome. Come again. Ja, komm. Ja, laufen will gelernt sein, ne? Aussicht eher zum Kotzen hier. So, dann könnt ihr hier so ein bisschen, also halb da drüben den Laden mal kurz angucken.